So, herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute möchte ich einfach mal über meinen Trainingsplan sprechen, beziehungsweise euch den vorstellen. Ich habe jetzt erstmal hier zugemacht, dementsprechend, dass man mich auch sieht von der Belichtung her. Aber worum geht's genau? Also nach was für einem Trainingssplit trainiere ich? Welche Übungen mache ich? An welchen Tagen? Wie gestalte ich das Ganze? Vorher nochmal will ich sagen, dass das jetzt natürlich mein Trainingsplan ist und für euch, es kann einfach informativ sein, Unterhaltung sein oder ihr könnt euch einfach ein paar Ideen abschauen. Den allerwenigsten würde ich empfehlen, genauso diesen Plan zu trainieren und wenn, dann natürlich alle möglichen Anpassungen vornehmen, also vielleicht Übungen austauschen, mehr Volumen machen, weniger, wahrscheinlich nicht weniger Volumen, weil ich ziemlich wenig Volumen mache, wie ihr sehen werdet, aber wenn ihr das euch so nehmt, dann passt es auf jeden Fall auf eure Situation an, auf eure regenerativen Kapazitäten, auf eure Vorlieben, was Übungen angeht und so weiter. Aber damit starten wir direkt rein. Die erste und wichtigste Frage ist natürlich, was für ein Trainingsplit mache ich überhaupt? Und da bin ich ganz klassisch bei einem Push-Pull-Beine-Plan. Allerdings, und da kommt jetzt schon die erste Anpassung, mache ich das jetzt nicht 6-mal pro Woche, sondern 6-mal auf 10 Tage. Das heißt, wie genau sieht es dann aus? Ich trainiere Push, Pull, Rest Day, Beine, Rest Day und dann wieder von vorne. Also wieder Push, Pull, Rest, Beine, Rest. Dementsprechend komme ich da auf 6-mal auf 10 Tage und das ist auch schon der erste Tipp. Ihr müsst euch da nicht an so einen Wochenrhythmus halten. Also klar, wenn ihr jetzt von Schule, Arbeit es so habt, dass ihr immer nur an bestimmten Wochentagen trainieren könnt, dann natürlich schon. Aber sonst kann man sich das auch etwas freier gestalten. Also haben wir diese 3 Tage, Push, Pull und Beine. An Beinen werden die Beine trainiert mit Waden, an Pull, Rücken, hintere Schulter und Bizeps. Und bei Push, Brust, Schultern und Trizeps. Und wenn ich gleich die Satzanzahlen sagen werde, also das Volumen für die jeweiligen Muskelgruppen oder im Training, dann werdet ihr sehr staunen. Aber man muss natürlich dazu sagen, das geht natürlich mit ein paar Sachen einher. Also erstmal, jeder Satz wird wirklich mit vollem Fokus ausgeführt, mit sehr, sehr hoher Intensität, also bis zum Muskelversagen eigentlich immer. Und natürlich auch die Ansteuerung der Muskulatur muss natürlich auch passen, genauso wie die Technik. Also da gibt es ein paar Hintergrundsachen. Aber wie gesagt, es ist sehr wenig Volumen und ich staune selber, wie ich mal mehr gemacht habe, weil es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ach, ich habe jetzt gar nichts gemacht, sondern ich habe eigentlich in jeder Muskelgruppe Muskelkater wirklich bis zum nächsten Training. Über das Thema Muskelkater kann man nochmal separat sprechen, aber das habe ich, was für mich bedeutet, dass ich einen Reiz gesetzt habe und auch ansonsten mit Fortschritt, Steigerung, Gewichte, Technik, wie auch immer, komme ich voran. Dementsprechend zeigt es mir einfach, dass ich nicht einen falschen Ansatz wähle. Falschen Ansatz ist natürlich immer relativ. Man kann das genauso jetzt, nicht wie ich es über die Intensität mache, könnte man es natürlich auch über das Volumen machen. Hat beides Vor- und Nachteile. Aber ich zeige euch jetzt meinen Ansatz. Nicht wundern, wenn ich jetzt hier nach unten schaue. Ich habe hier einfach meinen Plan. Genau, fangen wir an mit dem Push-Training. Da mache ich als erstes Bankdrücken. Grundsätzlich mache ich eigentlich bei fast allen Übungen 2 Sätze im System von Top und Back-off-Satz. Der Top-Satz, also beide werden bis zum Muskelversagen ausgeführt. Der erste Satz ist in einem niedrigeren Wiederholungsbereich und der zweite Satz in einem höheren Wiederholungsbereich. Das variiert aber von Übung zu Übung. Das heißt, hier beim Bankdrücken, ganz normal, Langhantel, der erste Satz mit 6 bis 8 Wiederholungen und der zweite Satz mit 12 bis 20 Wiederholungen. Und ja, Bankdrücken, ich spüre meine Brust ziemlich gut, aber ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht mit der Brustpresse austausche. Das werde ich mal schauen. Dann zweite und letzte Übung für die Brust. Das, ja, Wahnsinn, aber Fleiß mache ich da und zwar am Kabel. Ich blende hier jedes Mal einfach die Übung ein, wie ich sie ausführe. Dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Das mache ich mit so einer Bank. Da bekomme ich einfach auch für die obere Brust, dadurch, dass die Bank schräg eingestellt ist, sehr, sehr nice. Das Feeling, also unglaublich krasse Dehnung, auch wieder 2 Sätze. Und das war es dann auch schon mit der Brust. Und jetzt habe ich rausgeschmissen, also ich habe jetzt hier die Zeit im Urlaub ein bisschen genutzt, um so die letzten Trainingswochen, den letzten Mesozyklus zu reflektieren und ein paar kleine Anpassungen vorzunehmen. Ich sage extra klein, weil es macht keinen Sinn, einfach alle 3 Wochen, ja komm, direkt neuer Trainingsplan, ein anderer Trainingssplit. Kleine Anpassungen sind sehr gut und wichtig, aber jetzt nicht immer alles über den Haufen schmeißen, sonst dreht man sich nur im Kreis. Und was ich tatsächlich gemacht habe, ist das Schulterdrücken rauszuschmeißen, weil ich da eigentlich immer wieder irgendwie Schulterschmerzen bekommen habe. Also es ging so, aber es war nicht so, ja. Und das habe ich jetzt mal versucht rauszulassen. Dementsprechend, was ich schauen werde oder überlege, wenn es sich so anpasst vom Feeling her, Volumen, Regeneration, dass ich dafür eine Schrägbankdrück-Variante einbaue, was dann für Brust und Schulter so ein bisschen beides abdenkt. Vielleicht so an der Smith-Maschine, High-Incline, sowas in die Richtung überlege ich.
Aber für die Schulter habe ich jetzt hier zwei Seithebe-Varianten. Und zwar, die ergänzen sich auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also die erste Seithebe-Variante, einfach Seitheben mit Kurzhanteln. Zwar so ein bisschen an der Bank vorgelegt, kann man auch sagen Brozep. Nein, gestrandeter Brozep heißt die Übung auch. Nach Brozep, dem YouTuber. Also schaut den auf jeden Fall auch an. Sehr, sehr cool. Die zweite Seithebeübung ist dann am Kabelturm. Und wieso ergänzen die sich so gut? Und es hängt von den Widerstandskurven ab. Das heißt, das könnt ihr euch ganz leicht vorstellen, beim Seitheben mit den Kurzhanteln ist die schwerste Position ganz oben, also wenn es ausgestreckt ist. Und ihr könnt euch das ganz einfach so merken, es ist immer dann am schwersten, wenn es einen rechten Winkel gibt. Also die Schwerkraft zieht natürlich das Gewicht nach unten und hier ist dann ein rechter Winkel. Das heißt, wenn es so unten ist, dann ist der Winkel natürlich wesentlich größer. Wenn es weiter oben ist, ist der Winkel wieder kleiner und wenn es da ist, ist ein rechter Winkel, da ist es am schwersten. Und beim Kabelturm zieht das Gewicht, also ist ja nicht die Schwerkraft, die das runterzieht, sondern es zieht in Richtung des Kabels. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben bin und das Kabel da ist, ist der Winkel relativ klein. Wenn ich aber hier unten bin, sagen wir mal so, natürlich nicht mit dem Ellbogen so, aber dann das Kabel hier ist, gibt es einen rechten Winkel und das hat den Vorteil, dass beim Kabelturm, wenn man es sich richtig einstellt, also so ungefähr auf Kniehöhe oder so, dann ist der schwerste Punkt in der Dehnung. Und das ist nochmal ein ganz anderer Reiz, sage ich mal. Und grundsätzlich kann man auch sagen, dass bei einer Übung, bei der der schwerste Punkt in der Dehnung ist, die wesentlich stimulativer ist. Das heißt, das ergänzt sich ziemlich gut. Und wenn ich nur eine Übung von beiden machen würde, würde ich es wahrscheinlich sogar am Kabelturm machen. Generell, ich habe auch jetzt die Tage mal auf Instagram drüber gesprochen, über wie man sich so einen Push-Pull-Beine-Plan gestalten kann mit noch viel mehr Übungsmöglichkeiten, als ich jetzt hier drin habe. Da habe ich auch in den Highlights auf Instagram Story-Highlights, also schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten, so eine Seithebemaschine wäre natürlich auch cool und ich würde auch viele andere Sachen noch austauschen, habe aber einfach aktuell im Gym nicht die entsprechenden Geräte. Kommen wir schon zum Trizeps, da auch zwei Übungen. Einmal Trizeps drücken vorm Körper, einmal Trizeps drücken überm Kopf. Ja, beides mal mit so einem besonders langen Seil, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Spüre ich beides sehr gut, beides zwei Sätze. Und was ich getauscht habe, ist, dass ich das Trizeps drücken über Kopf an zweiter Stelle mache. Hatte ich zuvor andersrum gemacht. Und da finde ich auch nochmal ein paar Vorteile. Erstens ist es nice, den Trizeps so aufgewärmt zu haben, weil wenn man dann vielleicht etwas Probleme mit Ellbogen hat, ist es einfach geiler. Also die Überkopf-Variante ist etwas belastender, sage ich mal, für den Ellbogen vielleicht, wobei man da natürlich erstmal auf die Ausführung und so weiter schauen kann. Aber was ich auch geil finde, ist, wenn man den Trizeps, sage ich mal, erstmal so aufgepumpt hat, ist natürlich kein Aufpumptraining, was ich mache, aber dass man den schon mal ein bisschen pump hat, dann und ihn dann mit der zweiten Übung, mit dem Überkopfdrücken, nochmal so richtig schön dehnt. Das ist eigentlich auch nice und das Prinzip werdet ihr auch öfter sehen, zum Beispiel mit dem Bankdrücken, ist auch erstmal schön aufgepumpt alles und dann mit den Fliegenden nochmal richtig schön gedehnt. Und dieses Prinzip, ziemlich cool, gibt es auch so vom Training her, Mountain Dog, falls den jemand kennt, den YouTuber, ja, rest in peace, aber da schaut euch dem seine Videos an, die sind auch richtig cool. Kann man sehr viel lernen, also habe ich sehr viel gelernt. Kommen wir jetzt zum Pull-Training. Erste Übung, Pullover, also Überzüge einfach. Wenn ihr eine Maschine habt, macht sie unbedingt. Ich habe keine Maschine, ich mache die jetzt so, probiere ich ein paar Varianten gerade aus, wie man die so am Kabelturm machen kann, ob mit Bank, im Stehen. Aber das ist auf jeden Fall ein Satz erstmal, um den Latt einfach, ja, sage ich mal, aufzuwärmen, beziehungsweise da schon mal ein gutes Feeling reinzukriegen. Dann geht's an den Latt-Pull-Down, breiter Griff. Zum Teil für den Latt vielleicht ein bisschen unterer Trapez und dann vor allem sowas wie Teres Major, Teres Minor, dass die auch gut abgedeckt sind. Zwei Sätze wieder. Dann kommen wir zu einer Rudervariante. Da habe ich tatsächlich die eine Rudermaschine, die ich immer gemacht habe, rausgeschmissen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich vielleicht so ein bisschen ungerade ziehe. In dem Sinne, dass es so auf der einen Seite höher ist, auf der anderen. Und dann, ja, hatte ich, weil auch beim Posen hatte ich öfters das Gefühl, dass auf der einen Seite ich so ein bisschen komisch. Ja, dementsprechend habe ich da jetzt eine andere breite Ruderübung, also für den Trapez natürlich, Rhomboiden. Und da mache ich jetzt auch wieder zwei Sätze. Dann kommen die Mario Rows, also sehr, 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 sehr isoliert für den Latissimus. Klar, Bizeps dabei, egal. Aber die auch richtig nice machen, probiert die unbedingt aus. Oder wenn ihr da eine andere Variante, es gibt natürlich immer verschiedene Varianten, wie man sowas von der Art oder der Idee umsetzen kann. Aber richtig cool, zwei Sätze. Dann Butterfly Reverse mache ich so unilateral am Kabelzug, also dass ich nochmal eine Isolationsübung für die hintere Schulter habe.
Und dann kommen wir zum Bizeps. Da habe ich ein bisschen was geändert. Also Hammer Curls habe ich, ja, das ist tatsächlich ein Problem, was ich habe mit dem Satzvolumen. Irgendwie habe ich das immer weiter runtergedrückt und da weiß ich nicht, mit einem Satz pro Übung. Ja, das Problem, was ich hatte, war oder ist, dass ich einfach Muskelkater hatte und gefühlt die Zugübungen zuvor mich schon den Bizeps ein bisschen ziemlich belastet haben, was klar mit irgendwie auch mit der Technik einhergeht. Aber ist natürlich auch logisch, bei jeder Zugübung ist der Bizeps immer mit dabei. Was jetzt bei mir so ein bisschen das Problem war, wobei man natürlich auch immer sagen kann, wie gut kann ich das selber bewerten, aber dass ich einfach Muskelkater hatte und gefühlt der Bizeps auch nicht regeneriert ist bis zum nächsten Training. Und das, obwohl ich manchmal nur ein, vielleicht zwei Sätze gemacht habe in dem Bizeps, für den Bizeps. Und dann fünf Tage später er immer noch nicht regeneriert war. Also das, ja, das ist nicht in Stein gemeißelt, was ich hier mache jetzt für den Bizeps. Da werde ich anpassen, je nachdem, wie es läuft. Eine Übung Hammer Curls ist gut drin zu haben für Brachialis und so weiter, aber auch für Bizeps. Aber halt den Brachialis nochmal. Und dann wechsle ich ab von Training zu Training. Spider Curls und Incline Curls. Weil drei Übungen wäre mir definitiv zu viel für den Bizeps. Und zwei Übungen, aber da will ich auch nicht eine vermissen. Spider Curls werde ich jetzt ganz neu machen, ist einfach gedacht für vor dem Körper, also vor allem für den kurzen Bizepskopf, da musste ich kurz nachdenken. Die habe ich jetzt auch noch nie so gemacht, werde ich vielleicht mal ein Bild einblenden, wie das dann aussehen kann. Und Incline Curls, die gefallen mir sehr, für den langen Bizepskopf, also einfach auf einer Bank hinlegen, dann hinterm Körper, beides wirklich Top-Feeling. Beim Beintraining habe ich mittlerweile das Volumen auch weiter runtergeschraubt. Also nochmal weiter runtergedrückt, weil ich auch gemerkt habe, ja, ich konnte mich sehr gut steigern. Also beinahe, finde ich, habe ich guten Progress gemacht in den letzten Wochen. Und dementsprechend, aber ich finde, ich hatte immer etwas zu lange Muskelkater. Also ein bisschen, es hat das nächste Training vielleicht noch negativ beeinflusst. Und wenn ich es dann runterschiebe und dennoch guten Fortschritte mache oder vielleicht sogar besser und besser regeneriert bin. Und das ist natürlich auch immer so, ich überlege mir, wenn die Beine extrem viele regenerative Kapazitäten brauchen, also das ist jetzt nur ein Gedankengang von mir, nicht, dass das so unbedingt sein muss, aber wenn ich immer die Beine maximal am Limit sind mit dem Regenerieren, dann ist es sicher, und bei so einer großen Muskelgruppe, dann wirkt sich das sicherlich auch nicht positiv auf die Regeneration und Fortschritte anderer Muskelgruppen aus. Insgesamt das Volumen habe ich nochmal runtergemacht. Natürlich kann ich am Leg Day auch noch kaum rauslaufen aus dem Gym. Also die Intensität macht da schon sehr viel wieder wett. Also es zerstört mich dennoch, keine Frage. Aber was mache ich jetzt beim Beintraining? Da kommt als erstes ein Satz rumänisches Kreuzheben. Und dabei könnte ich es eigentlich schon belassen. Wenn ich das mache, ich weiß nicht, wie ich es schaffe, dass das so unfassbar stimulativ ist. Aber ich habe damit teilweise... Ja, ich könnte den einen Satz machen und hätte wahrscheinlich auch noch 5, 6, 7, 8 Tage danach Muskelkater in den Hamstrings. Und jetzt, wenn ihr denkt, ich schlafe jetzt nicht nur 3 Stunden in der Nacht, also alles mit Ernährung, Schlaf und so weiter ist schon optimiert. Also nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Aber zusätzlich mache ich auch noch ein Beinbeugermaschine, Leg Curl auch ein Satz. Kann man jetzt überlegen, wenn es einen schon reicht. Aber ist, denke ich, gar nicht schlecht, beides drin zu haben. Dann kommen wir zu den Quads, da mache ich, und das ist auch eine coole Sache, nochmal dazu, dass man als erstes den Beinbeuger fertig macht oder abarbeitet die Übung und dann zum Beinstrecker Quad geht. Das hat einfach den Vorteil, auch das ganze Knie so darum ist aufgewärmt und das ist vom Feeling nochmal etwas nicer, als wenn man direkt da reingeht. Also probiert es vielleicht einfach aus. Dann kommt statt zwei nur noch ein Satz Bulgarian Split Squats. 8 bis 12 Wiederholungen an der Smith-Maschine, Bild blende ich oder Video blende ich ein. Super Übung. Wobei ich sagen muss, ich könnte die Technik noch so verändern, dass ich viel isolierter den Oberschenkel trainiere. Mach's aber so, dass eigentlich, das spüre ich auch sehr, Glut, also der Po auch mit dabei ist. Und ich denke, ich habe jetzt keine Übung speziell dafür. Dementsprechend, wenn ich da die Technik so mache, dass der ein bisschen mehr dabei ist, ist es gar nicht unvorteilhaft, das noch mit abzudecken. Dann... Was ich aktuell noch drin habe, ist Seitheben am Beintrainingtag, weil klar, ich habe dazwischen einen Tag Regeneration und die seitliche Schulter regeneriert in der Regel relativ schnell. Dementsprechend schmeiße ich da einfach nochmal 2 zusätzliche Sätze rein und erhöhe somit die Frequenz auf die seitliche Schulter. Was ich vom Gefühl her sagen würde, dass das meiner seitlichen Schulter auch ziemlich gut bekommen ist in letzter Zeit. Also das kann auch ein Tipp sein, den ihr ausprobieren könnt, da mit den Frequenzen zu spielen. Dann weiter geht's mit der Beinpresse. 2 Sätze, hier mache ich auch wirklich noch weiter 2 Sätze. Den ersten Satz, gut,
der wird dann natürlich immer schwerer, weil ich steigere mich mit dem Gewicht. Da konnte ich mich auch sehr gut mit dem Gewicht steigern. Und ich glaube eigentlich fast von jeder Woche zu Woche, ich blende mal hier ein, die Steigerung, habe ich auch irgendwelche Nachrichten bekommen, ja, dann hast du nicht intensiv trainiert. Finde ich immer sehr lustig, wenn jemand sagt, ich poste das Gewicht und Wiederholungsbereich und jemand schreibt, du hast nicht intensiv trainiert. Ja. Ja, ja. Genau, dann kommt nach der Beinpresse, da ist wirklich eigentlich Schluss mit lustig, kommt Wadenheben, 2 Sätze, da mache ich so ein Response-Satz-System, also ich mache meinen Satz, bis ich nicht mehr kann, atme 10-mal durch und mache dann noch ein paar zusätzliche Wiederholungen, die dann besonders wehtun. Und dadurch hat man vielleicht ein paar mehr effektive Wiederholungen in kürzerer Zeit. Und was ich vergessen habe zu sagen, ein Sprung zurück zum Seitheben am Kabelturm im Push-Training. Da mache ich auch eine Intensitätstechnik. Sehr, sehr geil. Das zerstört wirklich alles. Also beim Seitheben, ich mache einfach meine Wiederholungen, bis ich nicht mehr kann. Dann ein Dropset, also halbiertes Gewicht ungefähr. Also viel Gewicht ist beim Seitheben ja sowieso nicht im Spiel. Mach nochmal ein paar Wiederholungen, einfach so auspumpen. Und dann mache ich ja so aufwärmmäßig negative Wiederholung, also ich helfe mir hoch, lass relativ schnell runter, lass langsamer runter und die dritte Wiederholung versuche ich dann wirklich so lange rauszuzögern, wie es geht. Das heißt, einfach nur der runtergehende Part und dann in dem Moment, wo die Dehnung am größten, also das Gewicht am größten, am schwersten ist, also in der Dehnung, einfach halten, wirklich halten und nochmal so lange, wie es geht und wenn man dann spürt, dass man nicht mehr kann, dann nochmal hochziehen. Also natürlich kann man nicht mehr hochziehen, weil sonst hätte man irgendwas falsch gemacht, aber versuchen hochzuziehen. Die seitliche Schulter wird danach so zerstört sein. Vielleicht mache ich darüber auch, über diese Technik auch nochmal ein extra Video oder ihr seht es in meinen Push-Trainings-Videos, die ich schon habe. Also das Ausprobieren zerstört wirklich alles. Genau, also nach dem Wadenheben kommt ein Satz Beinstrecker, dann ist da auch alles fertig und dann noch 2 Sätze Adduktor. Ja, manchmal mache ich den, manchmal skippe ich den, je nachdem. Ich sehe da jetzt keine absolute Schwäche bei mir, dementsprechend manchmal mache ich auch nur einen Satz. Aber grundsätzlich ist es sicherlich nicht falsch, den drin zu haben. Da andere Übungen, wie wenn man so Squats oder so macht, die decken den natürlich auch ein bisschen ab, aber natürlich nicht ganz in dem Bewegungsmuster, wie man ihn an einer Adduktormaschine macht. Das war's dann auch schon mit meinem Training. Natürlich, ihr seht, wieder Satzvolumen ist sehr, sehr niedrig, aber das heißt nicht, dass es schlecht, falsch. Es gibt verschiedene Ansätze und das ist ein Ansatz und natürlich funktionieren alle Ansätze auf ihre Art und Weise irgendwie ja auch. Ist aber einfach eine Idee, vor allem wenn du jetzt das vielleicht so zum ersten Mal gesehen hast mit intensiverem Training, also hochintensivem Training, also ich will das jetzt nicht so, HIT ist es nicht ganz in dem Sinne, wobei man kann das natürlich auch immer nicht das eine so labeln als das andere. HIT-Training zum Beispiel von Dorian Yates, sehr cool, aber das wäre zum Beispiel bei jeder Übung nur ein Satz, also so mache ich das dann auch nicht ganz. Ich denke, es ist grundsätzlich immer gut, sich verschiedene Ideen abzugucken und dann einfach selber auszuprobieren, was für einen am besten passt, worauf man am meisten Lust hat. Aber das auf jeden Fall kann eine coole Idee sein, wenn du in so eine Richtung vielleicht etwas mehr experimentieren willst oder auch siehst, dass es sowas einfach gibt. Dementsprechend, das war mein Trainingsplan. Gerne, wenn ihr irgendwelche Tipps, Anregungen habt für meinen Trainingsplan oder irgendwelche Videowünsche habt, worüber ich nochmal mehr sprechen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch noch einen schönen Tag.